So, hallo ihr Lieben. Papa ist mal wieder mit einem kleinen Zwischendurch-Video da. Das wird hier so ein kleines Experiment. Ich ziehe quasi mal Kartoffeln und naja, ich sage es mal, ausschließlich fast künstlicher Beleuchtung. Das ist eine 10 Watt LED, warm weiß. Und ich habe hier verschiedene Sachen damit reingepflanzt, ein bisschen Blumenwiese, damit es dann halt mal später gut duftet. Wie gesagt, als kleines Experiment. Ja, und wie ihr hier schon unschwer sehen könnt, war ich natürlich die letzten vergangenen Tage sehr, sehr viel am Basteln, am Ausprobieren und so weiter und so fort. Aufräumen und ausmisten wäre eigentlich eher mal angesagt. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist mir was aufgefallen. Ihr kennt ja sicherlich das Problem, dass ich im Laufe der Zeit diverse verschiedene leere Batterien bei euch ansammeln. Der ein oder andere, der jetzt natürlich regelmäßig den Bastler-Kanal verfolgt, der weiß, man kann die normalen Batterien auch wieder ein Stück weit aufladen mit Bedini oder Joule-Ts. Soweit kann man das machen. Oder aber man sagt sich, man baut was anderes Nettes. Zum Beispiel sowas hier. Ihr müsst jetzt natürlich nicht so eine Grabbellampe nehmen wie ich. Die hatte ich jetzt bloß als Gehäuse schon mal mit da gehabt. Was habe ich hier einfach gemacht? Ich muss mal gerade hier gucken, wo man einigermaßen gut sehen kann. Dann machen wir das mal so. Miep. Das ist hier im Endeffekt, ist das halt. Im Endeffekt ist das ein ganz normaler Joule-Tief, der halt eben von einer, ich sage es mal in Anführungszeichen, leeren 1,5 Volt Batterie angetrieben wird und an dessen Spitze sich halt so eine LED befindet. Ich tue mal die Leuchtstärke ein bisschen runterschrauben, damit ihr auch was sehen könnt. So. Das ist so eine LED, die hat oben drauf, an der Spitze hat die so eine kleine Linse. Und zwar sind diese LEDs ausgelegt, das Licht halt einigermaßen gleichmäßig in den Raum abzugeben. Mal gerade mal eine raussuchen. Das hier, das ist ja ganz stinknormale LED. Und ihr seht halt, wo ist mein Finger da? Die hat hier vorne so eine Rundung, wie das halt bei normalen LEDs der Fall ist. Ich bin mal gerade was am Aussuchen. Schade, war meine letzte. Dann machen wir das mal so, Batterie raus. Genau, jetzt könnt ihr das sehen. Seht ihr den Unterschied? Ein bisschen Heißlamm noch dran. Wie gesagt, da ist vorne dran diese kleine Linse. Und damit wirft die LED das Licht halt in den Raum rein. Hier ist so ein kleines Batteriefach. Wenn ihr mal auf den Elektroschrott geht, findet ihr das zuhauf oder ihr bestellt es euch für, ich glaube, 2 Euro inklusive Versand bei eBay. Das ist hier ein ganz normales 10 Kilo-Ohm Poti. Ich habe da jetzt sonst keinen anderen Vorwiderstand genommen. Ich habe einfach diesen Ringkern gewickelt hier. Der hat 10 Windungen und die andere Spule, die hat 14 Windungen. Das lasse ich dann im Prinzip direkt über das Poti laufen. Und da wir ja hier nur so eine kleine LED haben, braucht man auch nicht wirklich so einen dicken Transistor. Und jetzt wird es gleich ein bisschen frickelig. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich gebe mein Bestes. So. Ja, also ihr könnt, das war jetzt natürlich wieder klar, ihr könnt auch diese BC547 Transistoren nehmen. Das ist jetzt hier zwar kein BC547, ach Mensch, das ist ich lese das jetzt einfach mal vor. Moment, es ist ein CT BC 337-40 LS Transistor.
wie gesagt, ist ein ganz normaler NPN-Transistor, nichts Besonderes. Der reicht für so eine kleine Leistungsklasse wie hier, reichen die total aus. Ich habe das Ganze mal mit einem Strommesser mal durchgemessen, was die LED sich halt in diesen niedrigsten Bereich zieht. Das sind ungefähr 35 bis 40 Milliampere. Wenn ich jetzt voll aufdrehe, was ich jetzt mal gerade tue, ich weiß gar nicht, also bei einer Stellung kann man das Fietschen, glaube ich, hören. Hört ihr das? Also so ganz leicht kann man das hören. Und ihr seht, das ist halt echt schon ziemlich dicke Leuchtstärke. Ich mache mal hier gerade das Licht runter hier von meiner Arbeitsplatte. Also das ist eine 20 mA LED. Und ihr seht, macht ganz schön Attacke. Ich mache mal gerade das große Licht aus. So, das einzige Licht, was jetzt halt eben noch kommt, das ist von Onkel Laptop. Naja, und halt hier so ein bisschen das Aquarium. Habe ich jetzt mal noch eine LED mehr eingebaut. Gefällt den Fischen ganz toll. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, das kleine Ding macht halt eben ganz schön Rabatz. Und in dieser Einstellung, in dieser Leuchteinstellung, verbraucht es, glaube ich, 150 mA. Ist dann natürlich ein bisschen heftig, ist ganz klar. Ach, das ist ja nochmal ein Tucken heller. Also es ist eine ganz normale Standard-Schultiefschaltung. Einmal 10 Windungen, einmal 14 Windungen, 0,6 mm Kupferlackdraht. Dann habe ich einen 10 Kilo Ohm Poti genommen und halt eben den besagten Transistor und die LED. Und das war's. Ja, wie gesagt, und jetzt habt ihr halt die Möglichkeit, ich mache mal hier wieder ein bisschen Licht an, dass ihr euch eure leeren Batterien, die, ich sag's mal, vermeintlich leer sind, die könnt ihr hier reintun. Und entweder macht ihr das so, wie ich das jetzt gemacht habe. Hier einfach ins Gehäuse rein, zack, Deckel drauf. Habt ihr dann eure Beleuchtung. Ich mache mal das Licht aus. Ist jetzt natürlich kein Flugscheinwerferlicht, ist ganz klar. Das ist dann eher so für nachts so eine Notbeleuchtung oder meinetwegen auch für den Garten oder sowas. So ist das eher gedacht, dass man wenigstens noch so ein bisschen Nutzen drin hat. Ja, wie gesagt, Grablampe muss nicht unbedingt sein. Aber da seid ihr ja kreativ. Gut, wollte ich euch nochmal erzählen, weil das halt so ziemlich genial ist, weil ihr halt die Batterien wirklich dann ziemlich leer lutschen könnt, bis auf 0,3 Volt, glaube ich, runter. Es gibt auch welche, die haben das noch ein bisschen heftiger geschafft. Und dann muss man sich ja nicht immer für einen Haufen Geld neue kaufen für sowas. Gut, wie gesagt, Papa wird sich jetzt ins Bett legen. Tag war lang genug. Kartoffeln müssen auch noch ein bisschen wachsen, dass ich sie bald ernten kann. Dauert natürlich noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Macht's gut und schlaft gut. Tschüss.